Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde, zu Kaltschoss, der Entdeckung Quinlands. Hey, wir haben eine heiße Schmelze gebaut. Ja. Schäferhütte. Wir sind immer noch in der Mission Mississippi. Und sind gerade dabei, nachdem wir unsere Grundversorgung, also an allen wichtigen Sachen wie Schuhen, Möbeln, Geschirr, Nahrung geregelt haben. Ja, Nahrung haben wir sehr viel, was sehr schön ist. Wir brauchen auch schon fleißig Bier. Haben wir obdachlose Siedler? Ja, unseren Kundschafter. Das ist aber nicht so schlimm. Der soll erstmal aus dem Weg gehen, während wir hier jetzt eine Webstube noch errichten. So, unser Holzfäller ist fleißig bei der Arbeit. Holzwerkzeuge werden wir bald keine mehr brauchen. Das heißt, wir können irgendwann die Holzwerkzeugschreinerei einreißen. Gut. Weil wir dann Eisenwerkzeuge umschwenken. Holz haben wir hier zur Genüge. Wird auch schön im Überschuss gebaut. Wir müssen auch keins sammeln. So, ich gebe mal wieder den Speedboost. Ich lasse ihn hier jetzt so lange Eisen schmelzen, bis er kein loses Eisenerz mehr findet. Dann lasse ich ihn Eisenwerkzeug herstellen. Unseren Kundschafter lasse ich jetzt den Rest der Karte aufdecken, indem ich ihn erst hier oben lang gehen lasse. Und dann in die restlichen Bereiche. Ja, wir haben 5 Speere, also will ich nachher, dass die Lederschneiderei mir 5 Lederrüstungen herstellt. Danach könnte sie eigentlich auch gleich wieder weichen. Und wir können da die Webstube aufstellen. Wäre auch eine gute Möglichkeit. Weil dann haben wir abgesehen von der Kaserne und der Werkzeugschreinerei eigentlich alles. So, die Kaserne können wir nicht hier hinbauen. Das ist ärgerlich. Und auch nirgends hier unten, weil kein Wegweiser hinter dir ist. Ja, das ist etwas eigentlich, was wir als erstes machen sollten. Zu unseren Freunden hier. Eine Handelsstraße errichten. So, Bogenschnitzerei steht schon lange leer. Lederschneiderei ist fertig. 5. Bitte. Und das übernimmst bitte du. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Dann wirst du mal trainiert. Und ja, die tauschen 3 Möbel gegen 6 Gold. Was ich auch recht gut finde.
Ja, eigentlich will ich meine Kaserne weit vom Schuss haben. Steinmetzzelt steht auch schon länger leer. Du unterhältst dich mit dem Bauarbeiter. Oh ja, das könnten wir eigentlich dann schon mal anfangen, ein bisschen. Und Straßen bauen. So die ersten Verlegungen. So. Oh. Du sollst arbeiten, bitte. So wie du bitte weiter Wegweiser legen solltest. So, noch einen da oben. Oh, du gehst schlafen und danach solltest du eigentlich eher essen. Gut. Oh, du steigst aber schnell auf. Wenn du schon bei 60% nach einer Lederrüstung bist. Nein, du isst erstmal. Ja. So, jetzt baust du mir hier einen Wegweiser hin. Auch wenn das ein bisschen vom Hauptlager weg ist, ist das okay. Junge. Junge. Mädchen. Weil soweit ich weiß, unverheiratete Frauen haben wir keine. Dann stelle ich da nämlich noch zwei Träger ein. Einer wird später Händler. Und ja, da geht unser Stein dahin. Ah, hier einen hin und dann noch. Mal gucken, ob ich noch zwei brauche. Nee. So, Kinder, komm. Ne, Arbeitslose habe ich keine. Ich habe zwei Träger. Ich brauche nachher noch zwei Träger. So, hier noch einen Wegweiser und dann dürfte das eigentlich reichen. Gut. Jetzt gucken wir noch mal wegen der Kaserne. Immer noch nur hier oben Platz. Gucken wir mal, wenn wir nachher den
Schneider, also die Lederschneiderei abgerissen haben. So, Holz wird schon im Hauptset eingelagert, okay. Ja, du wirst noch eine Weile brauchen. So, du produzierst jetzt dein letztes. Deine letzte Lederrüstung. Das heißt, ich schnapp mir mal kurz den Träger von hier. Lass ihn hier arbeiten und sag ihm, er soll hier oben Zeug holen. Damit er die Lederrüstungen da abtransportiert, hoffentlich. Ne, er holt erst die Schuhe ab. Okay. Kann ich mitleben. So, du hast die gewünschte Mahnmenge hergestellt. Das heißt, ich mach dich mal kurzzeitig wieder zum Schäfer, weil Leder haben wir noch genug. Moment mal, du solltest 5 Lederrüstungen herstellen. Liegt jetzt die Wolle von dem Schaf irgendwo hier rum? Nein. So, du kannst jetzt weiter hier oben erkunden gehen. Beziehungsweise stell mir erstmal hier einen Wegweiser auf. So, das Zweifamilienhaus ist fertig für meine Träger, also kriegen sie auch gleich eine Straße. Unser Müller kann trainiert werden, sehr schön. Haus wurde fertiggestellt, Zweifamilienhaus, ja. Gut, jetzt können wir hier oben weiter erkunden gehen. Erstmal hier was essen. Du kannst trainiert werden. Du bist erwachsen. Hast eine Glatze. Ist gut, dass wir dir gleich eine Mütze verpassen. Okay, er hat die gewünschte Warenmenge hergestellt. Oh, jetzt haben wir doch eine Lederrüstung zu viel. Na gut. Warum mal die Lederrüstung? Du bist auch erwachsen, das heißt, du gehst auch in die Schule. Und ihr lernt dort, Träger zu sein. Ah, Reisum wollte ich nicht. Du bist auch erwachsen. Das heißt, du kannst schon mal hier einziehen. Ja, das hatten wir. Dieses Haus steht schon länger hier, das Jägerzelt. Du kannst trainiert werden. Sehr gut.
Weißt du was? Du ziehst jetzt da ein. Und wo ist der andere Träger?